Amen, Amen. Erwache meine Seele. Das ist wirklich das Thema für dieses Jahr. Gott hat das für uns ausgelegt, dass wir erwachen müssen, dass es höchste Zeit ist, dass wir aus dem Schlaf erwachen müssen. Ich weiß, dass ihr habt mich schon öfters gehört, dies sagen. Es ist eine Zeit, wenn es sehr leicht ist, einzuschlafen. Wegen der ganzen Inaktivität, die wir jetzt haben. Aber jetzt sollen wir nicht schlafen. Es ist Zeit, dass wir wach sind, dass wir bewusst sind. Denn ich will diesen Lauf vollenden, den Gott für mich ausgelegt hat. Ich will kämpfen den guten Kampf des Glaubens, damit ich das ewige Leben erreichen kann. Es gibt einen Preis. Es ist nicht eine Krone, die von uns genommen werden kann, sondern es ist eine Krone, eine ewige Krone. Das ist unser Ziel. Gott ist so gut. Ich bin so dankbar für diese wunderbare Gemeinde. Danke für eure Treue, für alles, das ihr tut, dass ihr mitmacht, dass ihr flexibel seid. Danke, dass ihr wie das lebendige Wasser seid, dass wir uns nicht aufhalten lassen von den Beschränkungen, dass irgendein System uns in den Weg legt, sondern dass wir einfach sind wie ein Fluss des lebendigen Wassers, der fließt durch alle Hindernisse. Ich glaube wirklich, dass diese Gemeinde das tut. Und wir sehen die Frucht, die das bringt. Also bleibt treu. Bleibt geistlich aktiv. Liest eure Bibel. Betet weiter. Und redet über die Dinge des Herrn. Setzt euch hin mit eurer Familie. Nehmt euch Zeit für die Familie. Wir können jetzt nicht viel unternehmen, aber ihr könnt euch Zeit mit eurer Familie nehmen. Und wir können über die Güte des Herrn sprechen. In 1. Korinther 9, vom 24. Vers, da sagt Paulus, ihr wisst doch, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur einer den Siegeskranz bekommt. Darum lauft so, dass ihr ihn bekommt. Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber werden einen unvergänglichen erhalten. Wende dich an die Person neben dir und sag ihnen, laufe, um zu gewinnen. Ich denke, ich habe diese Aussage schon öfters gemacht, dass wir müssen dabei sein, um zu gewinnen. Wenn wir das tun, wenn wir Gott dienen, wenn wir unser Leben ihm übergeben und den Dingen Gottes übergeben, dann müssen wir es tun mit allem, das in uns ist. Wir sollen einen Weg finden, um das mit unserem ganzen Ich zu tun. Wir müssen kreativ sein, wir müssen das uns wirklich überlegen, aber wir müssen dabei sein, um zu gewinnen. Paulus sagte auch zu Timotheus in 2. Timotheus 2 vom 3. Vers, und sei als ein guter Soldat von Jesus Christus bereit, die dazugehörigen Leiden auf dich zu nehmen. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will dem gefallen, der ihn angeworben hat. Der Herr hat dich auserwählt, ein Soldat zu sein, und du kämpfst den guten Kampf des Glaubens. Wir haben alle einen Wettlauf, den wir rennen müssen. Wir haben alle einen Kampf, den wir kämpfen müssen für unsere Seele. Und ich möchte heute predigen über den wirklichen Wettlauf, der auf uns zukommt. Der wirkliche Wettlauf, der auf uns zukommt. Vielleicht denkt ihr, ich werde politisch, aber nein, dies hat nichts mit der Politik zu tun, weil auf uns kommt wirklich dieser Wettlauf zu, den wir vollenden müssen. Gestern habe ich meinem Sohn zugehört, wie er gesprochen hat, wie einfach es ist, zu verwickelt werden mit den Angelegenheiten von diesem Leben. Und indem wir das tun, verpassen wir die großen und wunderschönen Dinge, die Gott getan hat, die er noch tut und die er noch tun will.
Wir müssen denken an all das, das Gott für uns getan hat. Wir müssen unserer Seele erlauben, das zu erforschen, alles, was er tut und was er noch tun wird. Wir müssen denken an die Majestät von Gott und nicht, dass unsere Gedanken verwickelt werden mit den Angelegenheiten dieser Welt. Wir müssen meditieren auf die Majestät von Gott, alles, das er getan hat, alles, das er tut und alles, das er noch tun wird. Weil Gott, der die Welt geschaffen hat in 6 Tagen und am 7. ausgeruht hat, dieser Gott tut immer noch große Dinge und er will noch große Dinge tun. Ich will das nicht verpassen in dieser Zeit, in der wir leben. Es ist wirklich höchste Zeit. Wenn der Herr will und wir leben, wenn diese Zeit weitergeht, dann wird über diese Zeit geredet und über diejenigen, die diesen Wettlauf gelaufen sind, die diesen Kampf gekämpft haben und die das effektiv gemacht haben. Und ich will in dieser Zeit nichts verpassen. Ich will wach sein und ich will bewusst sein für alles, das Gott tut. Menschen haben schon immer verrückte Dinge getan, damit wir uns selbst ruinieren. Aber ich möchte aufmerksam sein auf die Dinge, die Gott tut. Wir haben einen Wettlauf zu laufen, wir haben einen Kampf zu kämpfen und nicht in dem Natürlichen, nicht in dem Politischen, nicht in dem Menschlichen, sondern in dem Geistlichen. Wir wissen, dass es hat mit unserer Errettung zu tun, mit unserem Heil. Weil wenn wir es in den Himmel schaffen, und ich sage wenn, weil unser Platz ist nicht garantiert, wir müssen diesen Wettlauf laufen, wir müssen diesen Kampf kämpfen, um einen Platz zu erwerben. Und wenn wir es in den Himmel schaffen, dann ist es nur, weil wir an dem ersten Platz waren in unserer Kategorie. Ich habe Neuigkeiten für dich. Es gibt keinen Preis für den zweiten Platz in deinem Leben. Und es gibt keinen Teilnahmepreis, der ausgegeben wird für dein Leben oder für mein Leben. So funktioniert es nicht. Jeder von uns hat die Möglichkeit bekommen, um die beste Version von uns selbst zu sein, zu der wir entworfen wurden. Ich habe diese Möglichkeit bekommen und du hörst das heute zu und vielleicht kommen auf dich Hindernisse zu und vielleicht scheint es unmöglich, aber du hast jede Möglichkeit, um die beste Version von dir selbst zu sein, zu der du entworfen wurdest. Der Psalmist sagt im Psalm 139, 14, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Es ist wirklich anders, wenn deine Seele kennt den Plan Gottes, wenn du weißt ganz genau, dass Gott hat ein Versprechen, er hat einen Plan für dein Leben. Das tut wirklich gut der Seele. Danach verlangt unsere Seele, dass wir dahin zurückkommen, zu dem wir entworfen wurden. Ein alter Prediger T.F. Tenney sagte, sei du selbst, weil alle anderen gibt es schon. Also sei du selbst, weil alle anderen gibt es schon. Du sei du und ich bin ich. Und wir sollen nicht versuchen, einander zu sein, sondern wir sollen die Person sein, zu der Gott uns erschaffen hat. Ich habe meine Frau gestern abends gefragt, wer ist dein größter Gegner? Und ohne Zögern sagte sie, hat nicht gesagt, das bist du, Jason, sondern sie hat sofort ohne Zögern gesagt, ich selbst, ich bin mein größter Gegner. Und das ist die richtige Antwort. Mein größter Gegner bin ich selbst. Ich kämpfe gegen mich selbst. Und mein Gebet ist, dass du verstehst, dass du gegen dich selbst laufst und dass du kämpfst gegen dich selbst. Weil dieser Wettlauf ist zwischen der Version, die du denkst, dass du sein solltest,
und zwischen dem Bild, zu dem dich Gott geschaffen hat. Ich sagte, dieser Wettlauf ist zwischen der Version, die du denkst, du design solltest, und dem Bild, zu dem Gott dich geschaffen hat. Deswegen müssen wir uns Gott nähern. Deswegen müssen wir eine Beziehung mit Gott haben. Es ist mehr als nur ein Hallo, wie geht's dir, Gott? Sondern es ist Gott, schaffe mich in deinem Bild. So eine Beziehung müssen wir haben. Gott, was ist dein Wille für mein Leben? So eine Beziehung. Herr, ich will nach deinem Plan für mein Leben gehen. So eine Beziehung. 1. Mose 1, 27 sagt, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat ein Bild, nachdem er dich erschaffen hat. Ich möchte dieses Bild sein, das Gott, zu dem Gott mich erschaffen hatte. Ich habe am Mittwoch gesagt, als wir gesprochen haben über die Generation, die jetzt plötzlich bewusst ist von all der Unterdrückung, die der Mann auf sie gebracht hat. Und ich muss sagen, der einzigste Mensch, der mich unterdrückt, ist derjenige, den ich jeden Morgen im Spiegel sehe. Der Wettlauf, den ich laufe, bestimmt, ob ich das Ziel erreiche, den Gott mir gestellt hat. Paulus sagt in 2. Timotheus 4, 7, ich habe einen guten Kampf gekämpft und habe das Ziel erreicht. Den Glauben habe ich unversehrt bewahrt. Jetzt liegt der Ehrenkranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr als gerechter Richter mir an jenem großen Tag zu erkennen wird. Aber nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die sich auf sein sichtbares Wiederkommen freuen. Ich liebe diese Schriftstelle. Weil obwohl Paulus uns sagt, dass er einen guten Kampf gekämpft hat und dass er sein Ziel erreicht hat, er sagt, dass es gibt eine Belohnung, die Gott uns gibt oder die Gott ihm gibt, weil er das Ziel erreicht hat. Jeder ist in einem Wettlauf, aber nicht alle rennen in dem gleichen Wettlauf. Ich renne den Wettlauf, der für mich ausgelegt wurde, und du laufst den Wettlauf, der für dich ausgelegt wurde. Aber obwohl unsere Wettlaufe sind verschieden, sie müssen trotzdem übereinstimmen mit der Schrift. Und es ist wirklich wichtig zu bemerken, dass obwohl es Hindernisse gibt und obwohl die verschieden sind, ist es für uns alle die gleiche Art von Hindernissen. Dieses Wort ist ein lebendiges Wort. Es wird jeden Tag lebendig. Wenn ich es morgens, dieses Buch aufhebe, dann finde ich immer etwas, das genau jetzt auf mein Leben eintrifft. So viele Dinge, die Gott für mich vorbereitet, die auf mich zukommen. Manchmal Dinge sprechen aus meinem vergangenen Leben. Wieso? Weil dieses Wort ist lebendig. Das müssen wir in unser Herz aufnehmen. Die Antworten für alle unsere Fragen sind in diesem Buch. Alle Antworten sind in dem Wort Gottes. Wir alle kommen auf die gleiche Art der Hindernisse zu, in verschiedenen Stellen in unserem Leben. Eine Person kommt auf dies, stoßt dies zu, eine andere Person stoßt was anderes zu. Und wir haben nicht immer die gleichen Hindernisse, aber es tut uns alle in demselben Weg beeinflussen. In 1. Korinther 10, 13 steht, bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert. Und Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr bestehen könnt. Jeder hat seinen Wettlauf zu laufen und jeder hat einen Kampf zu kämpfen.
Wir alle leiden von Herzeleid und Verlust und von Ungerechtigkeit. Manchmal passieren Dinge, die wirklich nicht fair sind in unserem Leben, und man hat uns falsch behandelt und manchmal wurden wir missbraucht. Aber was mir nicht gefällt, sind diese gottlosen Denkweisen in unserer Welt, die wirklich nur den Verstand schikanieren und die Person so in eine Unterdrückung bringen. Ich will nicht diese Mentalität haben. Ich weiß, dass schlechte Sachen passieren, aber es passieren uns alle schlechte Sachen. Herzeleid, Verlust, Ungerechtigkeiten, Missbräuchlichkeiten, aber das passiert uns allen. Die wirkliche Unterdrückung kommt nicht von einem anderen Mensch oder von einer Regierung oder von einer Menschenrasse und manchmal nicht wirklich von dem Teufel. Die wahre Unterdrückung kommt von unseren sündigen Entscheidungen, die wir treffen. Daher kommt die Unterdrückung. Wir sollen diese Unterdrückung nicht auf jemand anderes schieben und sagen, oh, ich fühle mich so oder ich habe das nicht bekommen und das ist unfair und ich werde diesen Wettlauf nicht beenden wegen dieser Person, einer anderen Person, die mich unterdrückt. Nein, das steht nicht in der Bibel. Die Bibel sagt, dass die Sünde unterdrückt uns. Jesus sagt in Johannes 8,34, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Das steht in der Bibel. Das sagt Jesus. Wenn du und ich von Sünde frei sind, dann werden wir von dieser Unterdrückung befreit sein. Wenn wir das alles, wie wir uns fühlen, was auf uns zukommt, wenn wir das auf einen anderen Mensch schieben können. Nein, den einzigsten Mensch, auf den wir das schieben können, ist der Mensch, der uns in dem Spiegel zurückblickt. Und wenn du diese Person unter die Kontrolle des Heiligen Geistes bringst, dann wirst du frei sein. Ich möchte, dass wir den Herrn preisen. Etliches kommt in unserer Welt auf uns zu. Denkweisen kommen auf uns zu. Aber wir möchten nicht diese gottlosen Denkweisen haben, wie die Welt hat. Wenn du nicht mehr ein Sklave der Sünde bist, dann bist du ein Kind Gottes. Und wegen Jesus Christus, der Sohn Gottes, der gekommen ist, um uns zu befreien. Durch ihn sind wir frei. Wir sind wirklich frei. Wir sind frei. Wir können diesen Kampf kämpfen. Wir können das Leben leben, das Gott uns gegeben hat. Und diese Stichworte und Sprüche und diese kultartige Verehrung dieser Welt, die sind nur dazu bestimmt, um uns zu unserem alten Leben, unseren alten Wegen zurückzubringen und nicht dahin, wo Gott uns bringen will. Es nimmt uns wirklich einen Schritt zurück, diese Krieger für die soziale Gerechtigkeit und die privilegierten Rassen und dass diese die Menschen in Unterdrückung bringen und diese Opfermentalität, das ist nicht von Gott. Wir müssen vorsichtig sein, dass dieser Geist nicht sich befestigt auf die Erkenntnis, die wir über das Reich Gottes haben. Amen. It's not based on. Don't put that power on somebody else. Don't put that power on. Gebe diese Kraft nicht auf einen anderen Menschen. There's nobody that's out there that can oppress us. Niemand kann uns unterdrücken, so wie die Sünde uns unterdrückt, wie unsere eigene Entscheidungen uns unterdrücken. Aber wenn wir Buße tun, wenn wir in das Wassergrab der Taufe gehen und wenn wir uns erfüllen mit dem Heiligen Geist und ein Leben leben, das heilig ist und dass Gott gefällig ist, dann werden wir befreit sein von jeder Unterdrückung, die diese Welt auf uns bringen will. In dem Namen Jesus. Wir müssen vorsichtig sein, dass die Erkenntnis, die wir über das Reich Gottes haben, dass diese Erkenntnis nicht verdorben ist durch die Denkweisen und die Sinne dieser Welt. In Apostelgeschichte 10,34, da tat Petrus den Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Ja, wir sehen die Person an. Das können wir nicht leugnen. Wir alle sind so. Warum sage ich das? Weil wir richten alle
nach dem Aussehen zuerst. Wenn du da draußen bist und sagst, das tue ich nicht, dann denke ich, sprichst du nicht die Wahrheit. Aber Gott sieht die Person nicht an, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Das ist Freiheit. Keine Regierung, keine Person. Niemand anders kann uns diese Freiheit geben und niemand anders kann uns diese Freiheit nehmen. Und jede Nation, jedes Volk, der das annimmt, der ist ihm angenehm. Jedes Volk, das ihn fürchtet und die Gerechtigkeit übt. Wenn du dich fühlst, als ob du nicht dazugehörst, dann lese mal diese Schriftstelle. Wenn du denkst, dass du nicht ein Teil dem Volk Gottes bist, dann schau mal diese Schrift an. Weil da steht, dass alle, die ihn fürchten und Gerechtigkeit üben, die sind ihm angenehm. Und das kann uns nur Jesus Christus geben. Wenn du von einer Gruppe Menschen akzeptiert werden willst, du wirst das nicht finden. Unsere Seele braucht nur diese Zusagung von Jesus Christus. Wenn wir über Völker sprechen oder Nationen, dann wenden wir uns kurz an unsere Nachbarn im Süden, als ein amerikanisches Experiment in 1787 haben die Grundväter die US-Konstitution geschrieben in der Independence Hall in Philadelphia, Pennsylvania. Und dieses Schreiben wurde basiert darauf, dass auf die selbstverständliche Wahrheit, dass alle Menschen sind gleichwertig geschaffen und die ausgerüstet sind durch ihren Schöpfer mit dem Recht zu leben, zur Freiheit und zur Verfolgung des Glücks. In dieser alten Welt hat es bedeutet, dass nur bestimmte Stammbäume und Blutlinien konnten über ihre Station sich erheben. Und in dieser neuen Welt sollten alle eine gleiche Möglichkeit haben. Und jeder und alle konnten ein Jemand sein. Und es hat eine Weile gedauert, bis diese neue Welt sich von der Denkweise der alten Welt entledigen konnte. Und gerade als ob es schien, als ob es das tat, dann mit allem, was die Menschen tun, wenn sie ihren Rücken zu Gott kehren, haben sie es schlimmer gemacht, als es wirklich am Anfang war. Und Kanada ist dann nicht wirklich besser. Paulus sagte zu Timotheus, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäften verwickeln. Wir sind nicht Bürger von einem Land auf dieser Erde, fremd oder inländisch. Vielleicht bist du in Philippinen geboren, vielleicht bist du von Irland, von Schottland, von Russland, von Deutschland. Vielleicht bist du von der USA, aber wir sind nicht Bürger von einem Land auf dieser Welt. Das ist nicht der Wettlauf, den wir laufen. Das ist nicht der Kampf, den wir kämpfen. Wir kämpfen nicht für eine Bürgerschaft hier auf Erden. Wir wollen nicht einen Wettlauf hier auf der Erde laufen, sondern der Wille Gottes, das ist der Wettlauf, den ich laufe. Der Wille Gottes für mein Leben und der Kampf des Glaubens, das ist der Krieg, in dem ich kämpfe. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Verwickle dich nicht in den Dingen dieser Welt. Sei nicht enttäuscht mit den Dingen dieser Welt. Wenn du dich umschaust, dann musst du nicht sehr lang schauen. Du wirst enttäuscht. Du wirst traurig. Du wirst verwickelt in den Dingen dieser Welt. Wir müssen uns richten zu dem Willen Gottes. Wir müssen ihn jeden Tag fragen, Herr, wie soll ich leben? Wie soll ich kämpfen? Wie soll ich laufen? Und wenn du dies tust, dann wirst du die Freiheit finden, die nur Gott dir geben kann. Diese Freiheit, die, nach der deine Seele strebt. So viele Dinge wollen unseren Glauben nehmen. Sie wollen unseren Glauben stehlen mit feurigen Pfeilen. Wollen sie uns
niederschlagen, aber bringt diesen Glauben hervor, der diese Pfeile aufhalten kann. Sage, ich bin ein Bürger des Himmels. Wenn du das noch nicht verstehst, wir versuchen, das dir doch einzureden, dass du bist ein Bürger des Himmels. Du bist ein Kind Gottes. Du wurdest wiedergeboren durch das Wasser und durch den Geist, als du getauft wurdest, als du den Heiligen Geist bekommen hast, dann wurdest du geboren in den Reich Gottes und alle Versprechungen von diesem Buch sind unsere. Alles, das er uns versprochen hat, das ist meins, vom Anfang bis zum Ende. Verstehst du das? Glaubst du das? Du musst das glauben. Diese Welt will das von uns nehmen, aber wir müssen das glauben. Wir haben gelesen gestern in Lukas 18,8, ich sage euch, er wird sie erretten in einer Kürze. Doch wenn des Menschen Sohn kommen wird, meinst du, dass er auch werde Glauben finden auf Erden? Wird er Glauben finden? Ich versuche als Pastor, dass ihr könnt euch wirklich vertiefen in diesem Wort, damit ihr versteht, was es bedeutet. Ich als Pastor soll nicht für euch denken. Ich versuche, so gut ich kann, für euch zu predigen und euch zu belehren und euch mitzuteilen, so viel ich kann. Aber ihr müsst das auch selber bekommen. Du musst selber in das Wort Gottes gehen. Du musst selber fragen, dass Gott dich führen wird und dich leiten wird. Und wenn du denkst, dass du es nicht verstehst, dann sprech mit jemandem. Frage nach Rat. Geh nicht irgendwo hin und denk, oh, ich habe es nicht verstanden, sondern frage, Herr, was bedeutet es, wenn du kommst? Was bedeutet es, wirklich Glauben zu haben? Herr, ich will, dass wenn du zurückkommst, dann schaust du auf mich und sagst, das hast du wohl getan, mein treuer Knecht. Glaubst du, dass das ist ein echter Wettlauf, in dem wir sind? Oder glaubst du den falschen Dingen? Wirst du verwickelt mit den Dingen diesem Leben? Achtest du nicht auf den richtigen, wirklichen Wettlauf, in dem wir sind? Ich möchte euch Mut zusprechen. Gott hat einen individuellen und wunderschönen Plan entworfen für uns alle, für unser Leben. Es ist wirklich schön. Es ist für dich und für mich. Ich sehe nicht aus wie du und du siehst nicht aus wie ich. Dein Ruf sieht nicht aus wie meiner und mein Ruf sieht nicht aus wie deiner. Wir sollen uns nicht gegenseitig vergleichen. Das ist nicht gesund. Da kommen wir in diese Mentalität, wo Menschen auf verschiedenen Niveaus sind. Dieses Evangelium ist für alle, wer auch immer will, sagt das. Denn wer da will, wenn ich werde, denn wer da will sein Leben verlieren um seines Namens willen, der wird nicht nur Leben finden, sondern ein reichlicheres Leben. Denn wer da will, folge ihm, der wird ihn finden. Und die da wollen und werden das Wasser des Lebens nehmen, das er freigibt, sie werden nie wieder dürsten. Willst du wirklich trinken von den Wassern dieser Welt? Du weißt, dass du kannst nicht zu einem anderen Ort gehen, wo du Wasser findest, das den Durst der Seele löscht. Wo sollen wir hingehen? Deswegen liebe ich es, wie die Aposteln gesagt haben, dass sie haben getrunken von dem Wasser, das Gott ihnen gegeben hat. Und andere sind weggegangen. Und das ist, weil die Menschen haben nicht wirklich getrunken von den Wassern des Lebens. Aber die Jünger, die sind geblieben. Und Jesus hat sie gefragt, wollt ihr auch gehen? Und sie haben gesagt, wo sollen wir hin? Du bist derjenige, der die Wasser des Lebens hat. Wenn wir trinken von diesem Wasser, dann werden wir nie wieder Durst haben.
Es ist ein Wettlauf, den wir laufen müssen. Es ist ein Kampf, den wir gewinnen müssen. Es ist in dem Lebensstil, den wir laufen sollen. Es ist ein Lebensstil, das du und ich ausleben müssen. Ein Kampf, den wir gewinnen müssen. Es ist das Ziel, nach dem wir streben, nach dem wir greifen, zu den Dingen, die vor uns liegen. Ja, wir müssen froh sein, aber wir sollen nie zufrieden sein in dem Lauf, weil wir müssen immer weiter forschen, immer weitergehen zu diesem hohen, zu dieser hohen Berufung, die wir erreichen sollen. Gott hat das für uns. Es ist höchste Zeit für uns. Und in dieser Zeit gibt Gott auch Berufungen. Aber du musst danach streben, du musst es wollen. Gott wird es dir nicht einfach so geben. Nicht jeder bekommt einen Check wie in der sozialen Regierung, sondern du musst es wollen. Du musst nach diesem Preis gehen. Ja, du kannst diesen Preis bekommen, aber du musst danach streben. In this world. Amen. It's not an equality of outcome. Es ist nicht die Gleichberechtigung. Weil leider einige werden nicht laufen in diesem Wettlauf. Einige werden sich weigern. Sie wollen diesen Kampf nicht kämpfen. Sie wollen gewinnen, aber sie wollen nicht kämpfen. Natürlich sage ich nicht in dem Natürlichen. Wenn du das denkst, dann hörst du mir nicht zu. Wir müssen diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen und wir müssen gewinnen wollen. Das ist eine gleiche Möglichkeit für alle. Alle bekommen die gleiche Chance, um das Reich Gottes zu erlangen. Wenn du und ich uns entschließen, wenn wir entschlossen sind, dann können wir diesen Wettlauf laufen, dann können wir diesen Kampf kämpfen. Ich liebe diese Schriftstelle in Jesaja 50,7. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum muss ich mich nicht schämen. Darum machte ich mein Angesicht wie ein Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zu Schanden wurde. Jesus Christus hat sein Angesicht gemacht wie ein Kieselstein. Er wusste, was er machen musste, und er tat es. Wir müssen auch unser Angesicht machen wie ein Kieselstein. Wenn du nach rechts guckst oder nach links, dann fällst du ab von dem Weg. Du fällst in den Graben. Mache dein Angesicht wie ein Kieselstein auf diesem engen Weg. Laufe diesen Wettlauf. Wenn du dein Angesicht machst wie ein Kieselstein, dann wird der Herr dir helfen und du wirst nicht zu Schanden werden. Wir laufen und wir kämpfen, um zu erlangen den ewigen Preis, der nie von uns genommen wird. Diese Belohnungen werden niemals enden. Sie werden ewiglich sein. In Hebräer Kapitel 11, da steht es über alle diese großen Helden des Glaubens, über die wir lesen können. Und vom 33. Vers steht, aufgrund des Glaubens haben sie Königreiche niedergezwungen, für Gerechtigkeit gesorgt und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten glühendes Feuer und entkamen dem tödlichen Schwert. Aus Schwäche gewannen sie Kraft. Im Kampf wurden sie stark und schlugen feindliche Heere zurück. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre geliebten Angehörigen auferstanden aus dem Tod zurückerhielten. Andere dagegen, die auch Gott vertrauten, wurden zu Tode gefoltert. Sie wollten lieber sterben, als sich von Gott loszusagen und auf diese Weise freizukommen. Sie wollten eine bessere Auferstehung erhalten. Wieder andere ertrugen Spott und Auspeitschungen, Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt und mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfällen gehüllt, Notleiden bedrängt, missgehandelt. Die Welt war es nicht wert, solche Menschen zu tragen, die dann auch noch in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Klüften ihre Zuflucht suchen mussten. Und dann im ersten Kapitel
Im ersten Vers vom 12. Kapitel sagt der Schreiber, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Wir haben hier sehr kraftvolle Beispiele von denen, die schon diesen Wettlauf gelaufen sind, die schon gekämpft haben, den Kampf. Und also jetzt müssen wir auch diesen Lauf laufen. Und wir müssen kämpfen, ohne Ausreden. Und wir sollen nicht vergleichen zwischen ihnen und zwischeneinander. Mach keine Ausrede für wie dein Lauf mit dem Herrn jetzt ist. Du musst kämpfen den guten Kampf des Glaubens, ohne Vergleichungen. Der Einzige, auf den wir schauen sollen, das steht im zweiten Vers von 12. Hebräer. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wenn du auf ihn schaust, dann kannst du deinen Lauf, deinen Wettlauf weiterlaufen. Wenn du auf ihn schaust, dann kannst du den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Warum nicht den besten Leben, das beste Leben leben, das Jesus für uns bestimmt hat? Er weiß schon und er hat schon vorbereitet für jedes Hindernis, das in meinem Leben auf mich kommt. Er hat schon einen Weg vorbereitet, wie du über das siegen kannst. Er hat eine Strategie für jeden Sieg. Und so wie Paulus zu Timotheus gesagt, in 1. Timotheus 6, 11, aber du, Timotheus, stelle hier deinen Namen rein. Du bist ein Mann Gottes, du bist eine Frau Gottes, wer immer zuhört, du bist ein Mann Gottes, eine Frau Gottes. Fliehe von all dem, strebe dagegen nach Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und ergreife das ewige Leben, zu dem dich Gott berufen hat und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Wenn du zu Hause bist, es ist ein Wettlauf, den wir laufen müssen, und es ist ein Krieg, den wir kämpfen müssen. Gott hat uns schon alles gegeben, das wir brauchen. Du bist nicht ohne all das, das du brauchst, um diesen Wettlauf zu laufen und um diesen Kampf zu gewinnen. Vielleicht denkst du, ich bin nicht gut genug. Vielleicht denkst du, dass du nicht genug hast. Vielleicht denkst du, dass du nicht genug bist, aber Gott, er hat dir alles gegeben, das du brauchst, um zu gewinnen. Dieser Kampf ist für alle zu gewinnen, für deine Kinder zu gewinnen, für deine Frau zu gewinnen, für deinen Mann zu gewinnen, für deine Mutter, deinen Vater. Es ist für alle zu gewinnen. Ich möchte, dass ihr aufsteht. Wenn deine Familie mit dir ist, steht mit ihnen auf. Wir haben jetzt keine Musik, mit der wir schließen können. Ich weiß, dass wir unseren Gebetsaufrufe anders tun jetzt, aber das bedeutet nicht, dass wir können nicht in unserem Haus ein Altar bauen, dass da, wo wir sind, können wir nicht einen Ort des Gebets aufbauen, wo wir sagen, dass wir werden diesen Wettlauf laufen mit allem, das in mir ist. Wir werden diesen Kampf gewinnen. Nichts wird uns abwenden. Ich möchte euch ermutigen. Macht euer Angesicht wie ein Kieselstein. Lasst euch nicht abgelenkt sein von den Dingen dieser Welt. Schaut auf Jesus und haltet eure Augen auf dem Ziel. So viel hat Gott getan, so viel will er noch tun. Mit dir und mit mir.
Er will das tun. Herr Jesus, ich bin so dankbar für deine Gnade. Ich bin so dankbar, Gott, dass du hast uns ein klares Versprechen gegeben für uns alle. Du, Gott, du bist ein Gott, der achtet nicht auf die Person. Du suchst nicht bestimmte Rassen aus oder bestimmte Menschen, sondern du hast das Heil, du hast diese Errettung möglich gemacht für alle, für wer immer will, wer immer dir nachfolgen wird, wer immer sich selbst verleugnet, wer auch trinkt von dem Wasser des Lebens. Herr, du gibst uns alles, das wir brauchen, denn du hast alles, das wir brauchen. Ich bete für diese wunderbare Gemeinde, für alle, die auch zuhören. Ich bete in dem Namen Jesus, Herr, dass in jedes Haus kommt ein Mut, Herr, dass wenn der Feind diese Pfeile des Feuers auf uns zuschmeißt, dass wir bringen diesen Schild des Glaubens auf, Herr. Herr, du hast alle wunderbar geschaffen. Du hast sie berufen, Herr, nach deinem Willen. Du hast einen Plan für ihr Leben. Hilf uns dabei, uns dem zu stellen. Wenn jemand Buße tun muss, dass sie es jetzt tun, Herr. Wenn sie sich verwickelt haben mit den Angelegenheiten dieser Welt, Herr, ich bitte, dass sie werden Buße tun und rennen von diesen bösen Dingen und dass sie nach der Gerechtigkeit streben und nach dem Weg, das du für ihr Leben vorbereitet hast. Ich bete für jeden Schüler, für jede junge Person, Herr. Ich danke, was du in ihrem Leben tust. Ich bete, Herr, dass im Namen Jesus, dass unsere Schüler werden sich nicht verwickeln in den Angelegenheiten dieser Welt, aber dass sie aufstehen, Herr, und können als ein wahrer Soldat, als ein guter Soldat Jesus Christus gesehen werden. Dass sie werden diesen Wettlauf laufen, dass sie diesen Kampf kämpfen werden, dass der Himmel wird ihr Heim. Ich danke dir für diese Gemeinde, für alles, was du tust, dass du Menschen leitest und führst, dass wir in dir wachsen können, Herr. Hilf uns allen, hilf uns zu kämpfen, hilf uns, diesen Wettlauf zu beenden. Wir lieben dich, wir preisen dich. Ich möchte, dass ihr einfach weiter betet. Betet einfach weiter. Gott, wir bringen uns als lebende Opfer vor dich. Wir werden nicht uns der Welt anpassen, aber wir werden verwandelt durch die Erneuerung des Geistes. Herr, lass uns nicht von den Dingen dieser Welt abgelenkt werden, sondern dass wir diese Dinge meistern werden, Herr, dass wir diesen Lauf vollenden können, denn du bist treu, Gott. Du wirst das Werk vollenden, das du in mir begonnen hast. Du wirst es beenden, Herr. Gott, du hast etwas erschaffen, als du mich erschaffen hast. Und Herr, du willst diesen Werk vollenden. Alle, die zuhören, Herr, du hast in ihnen etwas begonnen. Etwas Bestimmtes, etwas Spezielles. Etwas nur für sie und für niemand anderen. Aber nur für sie. Und ich bitte, dass sie diesen Lauf laufen werden. Dass sie diesen Kampf kämpfen werden, der vor ihnen steht. Dass sie den Lauf vollenden, Herr. Herr, du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Du hast es begonnen, du wirst es beenden. Hilf mir, Herr, dass ich nur auf dich schaue, im Namen Jesus. Ich glaube an euch. Wenn ihr zuhört, wenn du dein Herz hungert, ich glaube an dich. Ich glaube, dass Gott hat einen Sinn für dich. Er hat einen Plan für dich, für dein Leben. Er möchte, dass du diesem Plan nachgehst. Er möchte, dass du diesen Plan vollendest. Der Feind will das von dir nehmen. Er will deine Identität nehmen. Meine Frau hat darüber gesprochen. Diese Dinge, die auf uns zukommen,
Aber das soll nicht unsere Identität sein. Schaut auf ihn. Zu wem hat er uns beschaffen? Wie hat er uns geschaffen? Im Namen Jesus. Oh God, oh God, oh God, oh God. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. There's a sweet presence of the Lord. Es ist eine süße Gegenwart des Herrn heute hier. Und das ist auch für dich heute da. Vielleicht bist du schon in dieser Gegenwart. Vielleicht bist du schon in diesem Frieden Gottes. Bleib in dem. Bleib an diesem Ort. Da werden Träume lebendig. Vision wird erneuert. Hoffnung wird aufgelebt. In seiner Gegenwart ist Freude. Oh Gott, hilf uns, dass wir in dieser Gegenwart bleiben können. Dass wir in der Gegenwart sind und da bleiben, an diesem sicheren Ort. Nichts kann auf uns zukommen, wenn wir in deiner Gegenwart sind. Wir lieben dich, Jesus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Die Musik wird noch ein bisschen weiterspielen. Ich möchte, dass ihr in der Gegenwart Gottes bleibt. Nehmt euch vor, dass ihr diesen Lauf laufen werdet, dass ihr den Kampf kämpfen werdet. Ich liebe euch. Ich glaube an euch. Wir beten für euch in Jesu Namen. Betet füreinander in Jesu Namen.